Der FC Blau-Weiß Linz startete am Montag mit den Trainingsvorbereitungen für die neue Saison. Der kurzfristige Abgang von Cheftrainer Klaus Schmidt zu Altach hinterlässt natürlich ein Vakuum. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich mit dem Klaus gemeinsam in die nächste Saison gehe. Aber im Fußball ist alles möglich und ja, jetzt ist die Situation so und ich freue mich auf die erste Woche. Ja, es ist so leider, ich sage für mich, traurige Geschichte, weil ich habe super mit ihm zusammengearbeitet, ein super Typ gewesen auch, hat perfekt zu uns gepasst, hat uns vom Abstieg gerettet. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn ein Trainer innerhalb von wenigen Wochen zweimal mit dem Kopf woanders ist, ist wahrscheinlich dieser Abschied auch der beste, weil ich glaube, der Klaus Schmidt einer ist, der nur mit 100% arbeiten kann. Der Sportchef der Blau-Weißen will Anfang nächster Woche den neuen Mann an der Seitenlinie präsentieren. Also wir werden uns diese Zeit noch nehmen, diese Woche. Zielsetzung ist einmal, dass der Cheftrainer nächsten Montag da ist. Ist jetzt so, dass wir diese erste Gesprächsrunde geführt haben, also ich geführt habe mit 4, 5 Kandidaten, also intensive Gespräche, und das ist so meine erste Runde, und jetzt schauen wir, ob wir in dieser ersten Runde den passenden Kandidaten, es waren sehr, sehr gute Kandidaten dabei, ob der passende Kandidat dabei ist und ob wir den dann auch bekommen. Wir haben natürlich darüber gesprochen und ich habe auch meine Meinung kundgetan, aber das ist in Davids Entscheidung und ich habe da größtes Vertrauen in ihm, dass er da die richtige Entscheidung trifft und die uns als Mannschaft weiterbringt. Ich glaube, wir haben eine unglaublich tolle Mannschaft, auch vom Charakter tolle Mannschaft, und da brauche ich auch einen Trainer, der genau dazu passt. Ja, grundsätzlich glaube ich, dass wir einen professionellen Trainer wollen, einen Arbeiter, der versucht, die Mannschaft zu entwickeln und der vor allem erfolgreich ist. Und das geht es eigentlich im Fußball immer. Das Ziel für die neue Saison lautet, zumindest nicht mehr in den Abstiegsstrudel zu geraten. Ja, ich denke, dass jetzt einmal wichtig ist, dass ein neuer Trainer gefunden wird und mit dem gemeinsam das Ziel erarbeitet wird. Aber ich glaube, wir sollten sie auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte orientieren oder an der oberen Tabellenhälfte orientieren und dann schauen, was in der Saison dann möglich ist, um die Ziele auch vielleicht neu zu stecken, wohlgemerkt nach oben hin. Aber natürlich, man muss sich jetzt einmal im gesicherten Mittelfeld befinden, mit einem Auge vielleicht auf die Spitzenplätze.